Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim zu den Ollen Rollen. Ich hoffe mal, das mit Abstürzen gehört jetzt der Vergangenheit an. Ich habe jetzt doch nochmal geschaut, obwohl ich eigentlich spielen wollte, habe ich mich jetzt noch mal ein bisschen hingesetzt, auf den Po gesetzt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Mal schauen. Und das Schöne ist, dank Autosave muss ich nichts neu machen, aber leider auch dank Autosave 2% höherer Schaden. Das ist halt echt low. 2% ist ja... Ich muss Seelensteine kaufen. Wir müssen rumlaufen, wir müssen Geld machen und wir müssen Seelensteine kaufen, damit wir geile... Ich hoffe, dass das dann geilere Ausrüstung sind. Die ist immer noch da. Was ist denn mit dieser Frau hier? Hallo, Kind von Kynaret. Hallo, Danica Reinequelle. Kennt ihr auch Rainer Otto? Von Kynaret sei mit. Oder Rainer Neckermann? Okay, gut. Hier die beflaggte Meere. Achso, wir können ja aufsteigen. Komm, das machen wir mal schnell zwischendurch. Und ich würde diesmal vielleicht Magiker ein bisschen nehmen, ne? Ach, jetzt haben wir ja 170. Dank des Helms haben wir gerade 170. Soll ich vielleicht doch ein bisschen mehr aus... Komm, ich nehme mal Magiker zwischendurch. Und bei Beschwörung wollten wir was machen. Wir wollten nämlich doppelt einen Beschwörungszauber machen, aber vielleicht machen wir gar nicht so viel Beschwörung. Ich bin aktuell... Oh, warte. Nein. So, hier wollte ich wieder rein. Ich bin aktuell so unsicher, in welche Richtung wir uns entwickeln. Ich weiß es einfach nicht. Verführen ist ja immer das beim anderen Geschlecht, ganz ehrlich. Ja, 10% ist halt 10%, ne, aber weiß ich nicht. Erfordert 50 Überredungsversuche. Okay, das werde ich niemals hinkriegen, glaube ich. Dass ich mit Tab hier sofort rausgehe, ist irritierend. Tapschendiebstahl haben wir nicht so viel. Schleichen, Schloss knacken, 55. Leichte Rüstung. Haben wir vielleicht schwere Rüstung hier irgendwo? Zweihändig könnte ich jetzt natürlich was machen. Da hätte ich vielleicht mehr machen sollen. Oh. Oh. Ja, schwierig. Ich weiß, man kann sich alle im Endeffekt alles aussuchen, man kann ja alles werden. Ich weiß nicht, dass es so gut ist, wenn ich jetzt erst mit zwei Hand dann anfange. Aber ich glaube, rein damage-mäßig. Von der Geschwindigkeit her geht's halt auch. So, mal ganz ehrlich, das funktioniert schon ganz gut, aber jetzt noch damit anzufangen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So, ja. Barbas. Da war was mit Barbas. Töte den Vampirmeister. Okay, praktische Pferde. Besiege und plündere einen Gegner, während du auf deinem Pferd sitzt. Haben wir schon längst gemacht. Vor langer Zeit, Gauldur. Wir wollten ja. Eigentlich wollte ich nicht, aber die Kommentare wiesen mich darauf hin. Ein Bote der Liebe. Stimmt ja. No Stone Unturned 4 von 24. Das wird ein bisschen dauern. Sprich mit den Graubärten. Das wurde sich gewünscht. Ich habe gesagt, wir machen das als nächstes. Dann lass es uns als nächstes tun. Ich schau nochmal schnell. Wir haben, glaube ich, die Taschen noch ein bisschen voll. Na komm, ich lege nochmal ganz schnell ein bisschen was ab. Und dann geht's ab zu den Graubärten. So viel abzulegen ist es nicht. Ich schmeiße jetzt einfach alles in die Hütte. Da können wir uns später darum kümmern. Verkaufen wollten wir auch noch. Aber wie gesagt, da würde ich vielleicht gerne später, wenn wir mehr Handelsskills haben, die Sachen alle verkaufen. Vielleicht macht's auch gar keinen Sinn. Vielleicht machen wir es zwischendurch, weil wir Kohle brauchen. Kann ja auch passieren. Momentan ist das Anlagevermögen. Je teurer wir das verkaufen können später, desto besser. Flammen, Kerzenschein, alles klar. Gut. Okay. Dann haben wir hier noch die Seelensteine. Können wir auch noch ablegen. Schwarzer Seelenstein, kleiner Seelenstein, aber wir haben auch 7 gewöhnliche Seelensteine. Hä? Da hätte ich doch ganz normal die gewöhnlichen Seelensteine nutzen können. Warum hat man die denn vorhin? Ist ja suspekt. Okay, Seelensteine packe ich mal alle hier rein. Kleiner Seelenstein 12. Schwarzer Seelenstein. Den schwarzen können wir theoretisch schon mal aufladen, ne? Mit einer Seele. Also würde theoretisch gehen. Könnte man zwischendurch mal machen. Dann würde ich den einfach mitnehmen, vielleicht schon mal. So. Dann packt man eine Seele rein, irgendwann unterwegs, und dann passt das schon. Find's laute hier. Die Drachenknochen. Oh ja, die Drachenknochen haben wir auch noch dabei. Die sind bestimmt schwer. Geben wir die nochmal schnell in die sichere Obhut unseres Kellers. Knochen und Überreste. So, zack. Und hier 3 Drachenknochen, jeweils 6 Gewicht. Und hier 3, jeweils 3. Okay.
Sonst Knochen haben wir keine. Sylgias Beutel, Feuerholz haben wir noch aus irgendeinem Grund dabei. Und drei Amethysten, die wir auch abgeben müssen, ne? Guck mal, Septime. Ein paar davon sind geklaut und die werden aber komplett als gestohlen angezeigt. Warum? Vielleicht weil ein paar gestohlen sind. Ich weiß es nicht. So, let's go. Ich habe das Gefühl, seitdem ich die eine Mod rausgeschmissen habe, sind die Ladezeiten viel besser geworden gerade. Nur mal kurz am Rande. Ich schaue hier mal ganz kurz. Hier sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen ablegen. Mit Gift und so könnte ich auch noch mal experimentieren. Ich weiß nicht genau, was ich damit mache, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie ein blutstockendes Gift fallen lassen, Favorit benutzen. Benutze ich das dann selber? Würde ich gerne noch mal ausprobieren. So. Frostbissgift. Kann ich die Klinge damit tränken? Oder wie funktioniert das Ganze? Ich weiß es halt auch noch nicht. So, hier haben wir noch Tränke. Plupp. Ist eins der Feuerresistenz. Wasseratmung, Waffenschmieds. Hels. Hels. Behalte ich... Obwohl, die kann ich da ruhig reinpacken. Zaubertrank der Ausdauer. Feuerresistenz. Bestimmt ganz gut bei einigen Gegnern. Zum Beispiel, wenn man gegen Vampire kämpft und dann irgendwie schnell irgendwas braucht in der Richtung. So, warte, die Gifte packe ich noch schnell hier rein. Ich weiß nicht, wie die mir entgehen konnten. Und die drei Skooma packe ich mal hier oben in unser kleines Drogenregal, ne? Ich weiß nicht genau, warum die hier drin sind, aber das wird schon passen. Sag mal, wenn wir hier oben Child's Doll drin haben, ne? Achso, Entschuldigung, das war hier. Wenn wir hier oben diese Child's Doll drin haben, die können wir doch bestimmt verschenken, oder? An die Kleine. Gewicht 1. Komm, ich nehme mir mal mit. Ist auch nur ganz geringfügig gruselig. Und dann können wir die vielleicht bei Zeiten verschenken. Habe ich hier noch irgendeinen Krempel, den ich nicht brauche? Jagdbogen der Ermüdung. Ich wollte den Elfenbogen noch. Den Elfenbogen. Komm, das machen wir nochmal schnell. Habe ich letzte Folge nicht gemacht. Okay, ich kann nicht auf die 1 drücken, das geht nicht. So. Der Elfenbogen. Elfenbogen. Der Feuerschaden. Brauchen die mehrere? Ich verstehe es halt nicht ganz, ne? Oder brauchen wir gewöhnlicher Seelenstein, gewöhnliche? Ach, weil die leer sind. Die sind leer, die brauchen eine Seele. Deswegen. Aber wenn wir unterwegs sind, können wir dann einfach mit diesem Zauberspruch einfach Seelen einfangen? Nicht nur den schwarzen Seelenstein, sondern einfach überall so fluppdiwupp, rubbeldiwupp. Feuerschaden mit dem Bogen. Wobei eigentlich finde ich Blitzschaden auch ganz... Aber mal, ich finde Blitzschaden eigentlich auch ganz gut. Burns the target for 12 targets and fire take extra damage. Ich nehme Feuerschaden, komm. Gewöhnlicher Seelenstein. Alles klar. Ja, man steigt langsam dahinter, man lernt es langsam. Wie nennen wir den denn mal? Ein Elfenfeuerbogen. Ellenbogen. Feuer. Mexican Burrito. Ist irgendwie nicht so rollenspieltechnisch. Brandpfeil, Brandsehne. Brandsehne. Hölle ist auch so ein Ding, was hier vielleicht nicht reinpasst, weil das ja aus dem christlichen Bereich kommt. Da passt es hier nicht unbedingt rein. Obwohl wir haben jetzt auch den Lichtbringer haben wir ja auch. Lichtbringer, Feuervogel nenne ich ihn einfach. Finde ich irgendwie schön. Herstellen. So. Namen sind mir wichtig. Ich weiß nicht warum, aber Namen sind mir hier irgendwie wichtig. So.
Feuervogel, Jagdbogen der Ermüdung brauchen wir nicht. Feuervogel haben wir auf Favorite. Direkt schon Stab der Blitze. Ich lege das alles ab, das brauchen wir momentan ehrlich gesagt noch nicht. Wo lege ich das ab? Ach verdammt. Hier lege ich das ab, ne? Schmeiße ich einfach mal alles rein, was ich gerade nicht brauche. Linke und die rechte Hand kann ich eigentlich auch hier lassen, theoretisch. Schaden 16. Ich würde jetzt mit dem Lichtbringer versuchen, mich durchzuschlagen erstmal. Die linke und die rechte Hand des Teufels sind 20 Gewicht, die lasse ich erstmal hier. Jagdbogen der Ermüdung. Stab der Blitze wollte ich aufladen und ihr geben. Ah, die hat schon was. Okay, Feuervogel. Und ansonsten hier noch, die Sachen. Und den brauchen wir gerade auch nicht mehr. Okay, Large Knapsack haben wir, glaube ich, ausgerüstet, oder? Huge Knapsack haben wir ausgerüstet, sehr gut. Die brauchen wir auch nicht mehr. Dann haben wir jetzt 181 Traglast, das geht. Gut, mal gucken, was passiert. Das erste Mal mit einem Zweihänder unterwegs, mal wieder ein bisschen selber ausgerüstet. Und das mit den Seelensteinen werde ich bestimmt vergessen. Weißt du was? Verdammt. Es scheint echt schneller zu gehen ohne diese eine Mod jetzt. Es kommt kein Ladebildschirm mehr beim Wechsel. Ich nehme die kleinen Seelensteine hier mit, die 12. Die winzigen können wir eigentlich auch machen. Wir müssen die, glaube ich, nur immer... Müssen wir die alle manuell füllen? Also muss man dann immer jedes Mal sagen, hier Seele rein, Seele rein, Seele rein. Wird das nicht irgendwann so mühsam? Gut, die Graubärte rufen. Die Graubärte rufen. Ich stelle mir einfach vor, die stehen immer noch an der Klippe und rufen gerade den Drachenbjörn. Aber ja, sie müssten inzwischen relativ heiser sein. Ah, schön. Wo ist ein Ferdinand? Und wieso kann ich die Quest für Ferdinand nicht zu Ende bringen? Frage ich mich. Oh, guck mal, wie schön die Ausdauer wieder steigt, wenn man Mensch ist. Oh. Du Mensch, Mensch! So, Ferdinand wartet bei den Stellen bestimmt. Ach ja, ich liebe es. Ich liebe es. Manchmal kann man auch so rumlaufen, ne? So. Kann nicht mal jemand Ultima 4 bis 7 bitte nachbauen? Einfach hier so. Mit Party, mit mehreren Leuten, mit YOLO und allen, mit Sir Dupré. So, hallo Pferd von Erik. Ich würde gerne aufsteigen. Ich weiß aber nicht wohin. So. Ich weiß noch nicht genau, wohin wir reiten, ehrlich gesagt. Ich gucke mal kurz, wo sind die Graubärte denn ansässig? Die Graubarts. Wo sind die? Wo hocken die denn? Habe ich es übersehen? Wo müssen wir denn da hin? Grau. Grau. Da wurde Ghostbar. Diebesgilde? Nee. Diebesgilde? Hocken die Graubärte in der Diebesgilde? Das glaube ich nicht. Nee, warte, hier. Ach, hier oben. Hoch Hrothgar. Okay, das ist nicht so weit. Wir müssen nur weit nach oben, glaube ich. Und wahrscheinlich kriegen wir zwischendurch Besuch. Ich hätte vielleicht bei Tagesanbruch losreisen sollen und nicht bei Tagesende. Ich habe immer noch Angst vorm Kette geben. Ich hoffe, der ganze Spuk ist jetzt vorbei, dass er ab und zu mal einfriert und so. Wenn nicht, dann fluche ich kurz, aber ich gebe nicht auf. Wie gesagt, das ganze Let's Play wird ja wahrscheinlich immer so ein bisschen Work in Progress sein. Anfangs, und jetzt ist immer noch anfangs, ein bisschen mehr. Später ein bisschen weniger. So, hier oben rechts auf dem Berg, da müssen die hocken.
Aber frag mich nicht, wie wir da hinkommen. Huch! Ich habe einen Kometen gesehen. Ich darf mir was wünschen. Ich speichere mal lieber. Sag mal. Uiuiuiui, zwei nicht verbessert, okay. Der hat aber direkt reingesammelt. Höchste Heilung, hier nochmal eine Kräfteheilung hinterher. Ist leider, leider haben wir Feuermagie. Ich komm nicht mehr dahin. Ah. Das erste, was wir finden, ist jemand mit Feuermagie. Das darf doch nicht wahr sein. Und das erste, was mir passiert, ist, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Ja, die Reise steht unter einem sehr guten Stern. Ist ja toll. Ja, diese verfluchten Schwarzmagier. Ah, die können einem auch den Spaß an der Urlaubsreise verderben. So, reiten wir los. Hier geht's hoch, aber da geht's nur in diese Höhle, ne? Wir kommen da nicht ganz in die Berge. Deswegen versuchen wir unser Glück mal hier lang irgendwo. Warte mal. Segne Heim. Ich will mal gucken, was das überhaupt macht. Ich mache mich darüber lustig immer, aber... Unerbittliche Macht, alles gut. Pferdepfeife. Heilung, Flammenvogel. Eichenhaut. Lass mich mal kurz was gucken. Magie. Hatten wir nicht nur irgendwo noch Eichenhaut, Kerzenstein? Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Das würde ich gerne aktivieren. Ich drücke R, es passiert nichts. Muss ich erst runter? Okay. Müssen wir dann doch da hoch? Hä? Hier runter? Hier? Aber... Wir haben gerade nur das aktiviert, ne? Sprich mit den Graubärten. Aber... Da lang? Ich meine, wir können dem folgen, ne? Wir können auch Pferd einfach stehen lassen. Wir haben ja auf dem Pferd gerade nichts drauf. Durchsuchen Aschehaufen will er nicht. Okay. Wir könnten Ferdi auch stehen lassen. Wir können mal wieder zu Fuß gehen. Und Ferdi dann rufen mit dem Horn. Das geht natürlich auch. Falls es nötig wird. Dann können wir uns ab und zu mal die Strecke anzeigen lassen. Lydia könnte mitkommen. Die brauchen eh mal ein bisschen länger. Wir können unterwegs Fische fangen. Ich weiß gar nicht, wo Lydia wieder steckt. Die ist, glaube ich, gar nicht aus der Stadt rausgegangen. Die ist bestimmt gerade noch bummeln. Aber die bummelt nicht Kleider, sondern die bummelt immer Schwerter und sowas. Irgendwas, womit sie mehr Schaden machen kann. Das ist die Lydia. So. Na, dann laufen wir mal wieder ein bisschen. Ist doch auch schön. Hof der Kampfgeborenen. Hier bauen die ihren Krams an. Alles sehr schön. Willst du mich verarschen? Hä? Kann das sein, dass das nicht so richtig funktioniert? Eventuell, weil wir die Map ein wenig abgeändert haben. Haben wir eigentlich nicht, aber einige Städte und so sind ja anders. Moin, Lüdi!
Das ist alles ganz suspekt. Ich hätte das nie nutzen sollen. Ich weiß genau, wo uns das lang führt. Gleich hinter der, hier, hinter der Brücke links. Über die andere Brücke. 100 pro. Oder geht's da anders hoch, von da hinten eventuell? Okay, das 100 pro nehme ich zurück. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Ja, ist kein Problem. Ich bin Drachenbjörn. Die Geschicke dieser Welt liegen in unseren Händen. Ich find's gut, wie unaufdringlich dieses Geräusch von dem Zauberspruch ist, wenn man ihn öfter mal braucht. Also hier lang und dann da hoch? Okay, ich wäre jetzt andersrum geritten, ehrlich gesagt. Hätte ich so gar nicht vermutet. Und weißt du was, wenn wir schon mal hier lang gehen, es ist 19:30, dann würde ich vielleicht... Weil hier ist tagsüber halt immer so schön. Und ich weiß genau, wenn ich das sage, regnet's gleich. Wart mal ab. So, eine Morgen ist 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ja, Nebel. Natürlich. Danke, Spiel. Vielen Dank. Oh, was ist denn das? Oh, wie gruselig. Bist du lieb? Es bewegt sich gar nicht. Es ist gar nicht da, im Grunde genommen. Es ist zwar schon da, aber es ist irgendwie nicht da. Oh, ach, die Reiselaterne ist nicht mehr auf der 8, weil ich die aus dem Inventar verbannt habe, glaube ich. Vielleicht ganz gut so. So, habe ich denn unser Zweihänder, habe ich den auf Pfaff? Nee, habe ich nämlich nicht. So, trotz Nebel sieht sie halt auch sehr schön aus. Ja, sehr schön. Ich glaube, das war so ein morgendlicher Nebel, oder? Oh Gott, ich kann mich halt einfach nicht satt sehen daran. Guck mal da vorne. Da zieht der Nebel auch noch über die Berge. Oh, ist das schön. Ist das schön. Heidewitzka. Da vergesse ich fast, dass hier immer ein Wolf angreift. Okay, diesmal ein Kaninchen. Der Wolf liegt tot da oben, das Kaninchen. Ich traue diesem Kaninchen nicht. Hier liegen zwei tote Wölfe. Und ein kleines Kaninchen hoppelt durch die Gegend. Wir wissen alle genau, wie das passiert ist. Wir sollten dem Kaninchen nicht trauen, aber auch nicht zu nahe kommen. Ich habe nämlich keine heilige Handgranate dabei. Und offenbar auch keine Lydia mehr. Was mit der ist? Was mit der ist, weiß ich halt auch nicht. Und unsere Hände sehen so komisch aus. Guck mal. Warum glühen die denn so? Ich sehe satanisch aus. Komisch. Was bist du? Ich sag gerade, das ist ein Bulldogge. Ich glaube, es ist ein Rehkitz, glaube ich, ne? Rehkitz on the block. Hä? Ach ja, sag mal. Manchmal glaube ich, das Ding verarscht einen. Na gut, na gut. Ich folge dem Weg. Und ganz manchmal hat der Sound ein paar Probleme. Ich glaube, da muss ich auch nochmal ansetzen. Auch beim Reiten ist mir das aufgefallen. Da muss ich auch nochmal ansetzen. Wie gesagt, ist ja immer so ein bisschen Work in Progress. Und irgendwann, wenn es läuft, dann bleiben wir dabei. Und später würde ich nur ein bisschen vielleicht Survival-Aspekte hinzufügen. Vielleicht lasse ich es aber auch. Ich weiß noch nicht genau. So mit Essen, Trinken und sowas. Ah. Über Flusswald kommt man also zu den Graubärten. Das ist ja interessant. Hier sind wir noch gar nicht hochgelatscht dafür tatsächlich. Hier ist noch so eine alte Mauer. Wenn man genau hinguckt, ist hier tatsächlich ein alter, verfallener Weg. Aber da es ja schon 1000 Jahre keine Drachen mehr gegeben hat, wird es wohl auch 1000 Jahre keine Drachengeborenen mehr gegeben haben.
Und tatsächlich, hier sieht man noch... Hier sieht man noch den Weg. Ich wollte jetzt sicher gehen, ob da auch wirklich ein Weg ist. So, oh, hier sieht man noch einen Weg. Da ist gar kein Weg. Da hätte ich ja lange rumlaufen können. Zum Glück habe ich das ausprobiert mit dem Spell. Da bin ich ja relativ happy, dass wir das doch gemacht haben. Weil ihr kennt mich ja, ich bin ein sturer Bock. Normalerweise wäre ich da jetzt andersrum geritten, so auf Teufel komm raus. Aber ich versuche ja, das ein bisschen abzulegen, diese Sturheit, diese Bockigkeit, die ich mir irgendwie angewöhnt habe. Ich weiß gar nicht warum. Oh, da hinten geht's hoch. So dieses, ja, wenn das nicht klappt, dann klappt's nicht. Sondern einfach vielleicht auch mal anders probieren. Boah, ist das cool hier. Da ist auch noch was. Also theoretisch, ich könnte... Hier kann man halt überall hin. Ich habe gesagt, ich gehe zu den Graubärten. Ich will mich ablenken. Ich gehe mal ganz kurz da gucken. Ich lasse mich ganz kurz ablenken. Aber nur ganz kurz. Weil ich wissen will, was das da ist. Und dann können wir es vielleicht freischalten und dann auch schnell hinreisen. Eventuell. Gucke, wir sind ja schon fast da. Hier ist auch so ein Krümelweg und hier... Was? Ich soll weitergehen? War das eine Einladung? Ist das da jemand oder ist das nur Gras? Ich bin unsicher. Hallo? Nicht weiter. Bin ich jetzt gern gesehen oder nicht gesehen? Zurück. Ist das aber eine Überraschung? Ist das alles, was ihr könnt? Okay, meine Frage wäre jetzt... Okay, mit dem Zweihänder wird das hier schwieriger, ne? Wollen wir das machen? Genug, ich ergebe mich. Dankeschön. So, meine Frage ist, was haben wir jetzt gefüllt? War das der gewöhnliche Seelenstein? Ne, mächtige Seele haben wir hier im schwarzen Seelenstein. Die anderen können wir nicht füllen. Oh, lecker. Schwarzer Skiver. Hm. Oh, Krieger. Blocken verbessert. Von Reven. Anmerkung des Herausgebers. Dies ist der dritte Band in einer vierbändigen Reihe. Oh, falls ihr die ersten beiden Bände Bettler und Dieb noch nicht gelesen habt, würde ich euch empfehlen, dies nachzuholen. Ja, aber gerne doch. Oh, das nehme ich auch gerne mit. Das nicht. Nichts drin. Kann hier nochmal ein bisschen... Ein paar Septimchen. Moin, Dude. Hier ist alles schon zu spät. Die haben aber nichts Interessantes dabei. Ist alles gut. So. Nochmal hier gucken, wo es hier hingeht. Das wollte ich nämlich machen. Natürlich wieder etwas Banditiges. Ich habe immer mit diesem Schwert immer Angst, dass ich Gleichgewicht verliere und dann gleich hier runterstürze in den sehr sicheren Tod. Also hier ist... Das ist alles aber nicht sicher. Wer das hier gebaut hat, ne? Hier kannst du halt auch wirklich so einen Eimer Teer runterkippen und dann ist Ruhe unten. Uäh. Okay, das ist alles sehr cool, aber... Geht's denn hier weiter? Ist das eine gute Idee, was ich gerade mache? Oh, da geht's ja wirklich weiter. Guck mal. Jetzt aber. Mit dem Springen ist manchmal noch ein bisschen komisch. Wo geht's denn hier? Oh, was ist denn das da vorne?
Das ist nicht unser Questziel, aber... Es sieht interessant aus. Hallo? Sieht aus, als würde SpongeBob hier wohnen. Lass mich raten, willkommen sind wir hier auch nicht unbedingt. Falls hier überhaupt jemand ist. Hier kommt ja nicht mal irgendein entdeckt. Wir haben ja nichts entdeckt hier. Wir laufen hier rum, aber... Oh. Okay. Was ist denn das? Oh. Südliche Himmelswacht entdeckt. Na, hallo. Lass mich raten. Okay. Und hier oben ist nichts mehr, eventuell. Eventuell? Fast nichts mehr. Okay. Bossmer Reinforced Boots, aber 180er Wert. Oh, Sea Dog. Oh, ein Dreispitz. Und ein paar Septimchen. Waren wir da schon? Ich weiß es halt einfach gar nicht. Da hinten waren wir schon. Das erkennen wir ja wieder. Bei dem See sind wir auch schon rumgelaufen. Ich glaube einmal ringsrum. Wir sind da oben rein, kamen dann da unten raus. Bei der Himmelswacht da hinten waren wir noch nicht. Okay, sieht ja schon sehr cool aus. Ich würde mal ganz kurz reingehen zum Gucken. Ich weiß, wir sollen zu den Graubärten. Nur mal gucken. Ich bin fast wieder draußen. Ich bin ja schon fast wieder draußen. Und dann würde ich sagen, nächste Folge, nur mal gucken. Ne, wir gucken nur mal ganz kurz hier rein. Was immer hier drin ist, wir gucken nur mal ganz kurz. Wir lugen nur. Aber wir sind schon fast bei den Graubärten. Sicherlich in der nächsten Folge Graubärte, ganz viele Graubärte. Ganz, ganz viele. So, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.